Yes! Ich flippe aus. Come on, Junge! Zieh durch! Gib alles! Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Heute gibt's mal ein bisschen was anderes auf meinem Channel, nämlich das billigste Auto Deutschlands. Oh yes! Und die große Frage ist, wird das billigste Auto Deutschlands meinen Ansprüchen gerecht? Kann man damit fahren oder sollte man das lieber bleiben lassen? Ist das okay? Ist das überhaupt ein echtes Auto? Und die große Frage ist natürlich auch, was ist es überhaupt für ein Auto, ne? Das Auto, was am billigsten ist in ganz Deutschland, ist das da. Sieht folgendermaßen aus und hört auf den Namen Dacia Sandero. Ganz genau. Und das günstigste, wie du dieses Auto kaufen kannst, ist 8.900 Euro. Für 8.900 Euro ein Auto mit einem Motor, mit 4 Rädern. Der Motor leistet übrigens 67 PS dann. Ja, ist nicht viel, aber das fährt auch, glaube ich zumindest. Der da ist ein bisschen größer, heißt TCE 90, hat somit 90 PS, ist ein Dreizylinder, mit Turbo aufgeladen. Und das Krasse ist, dass dieses Auto nicht nur das billigste Auto in Deutschland ist, sondern er ist das meistverkaufte Auto in ganz Europa und hat damit den VW Golf vom Thron gestoßen. Das hier wollen die Leute fahren, deswegen will ich das auch fahren. Ja? Nicht immer nur Lamborghini, Porsche und Konsorten und Ferrari, sondern auch mal ganz normal. Und ich verspreche euch, ich werde mit dem Auto ganz normal umgehen und werde es ganz normal und auf Augenhöhe fahren. Denn es geht ja darum, was braucht ein Mensch überhaupt, um von A nach B zu kommen? Braucht er ein Lamborghini, braucht er ein Ferrari, braucht er ein Porsche oder braucht er einfach nur ein Dacia Sandero? Ich finde, das Auto sieht extrem cool aus, ist natürlich die neueste Variante. Also wir haben hier vorne LED-Scheinwerfer, also erstmal Tagfahrlicht, LED, so ein bisschen Y-mäßig. Ja, das flackert jetzt natürlich wie immer. Und das geht so in diese Chromleiste da rein, ne? Das sieht eigentlich ganz cool aus. Wir haben tatsächlich auch LED-Scheinwerfer, aber das Fernlicht ist ganz normal mit Halogenlicht. Bisschen was gespart. Ist egal. Also ich finde tatsächlich, dass das Auto optisch cool dasteht. Iron Blau heißt die Farbe übrigens, falls jemand jetzt schon zum Bestellbutton greifen möchte. Auch hier wieder so ein bisschen Y-mäßig wie bei Lamborghini. Ja, ich kann mich nicht sparen. Und dann siehst du hier das Heck. Ganz ehrlich, ist doch knackig. Der sieht doch gut aus. Fährt übrigens auf der gleichen Plattform wie ein Renault Clio. Und diverse andere Fahrzeuge aus dem Konzern werden auch mit diesem Fahrzeug, ja, sind quasi nicht baugleich, aber haben die gleiche Basis, die gleiche Plattform, die sehr, sehr modern geworden ist mittlerweile. Und ganz ehrlich, ich finde, das Auto, der steht gut da. Wirklich. Also klar, ne? Der hat jetzt keine Alufelgen, sondern Stahlfelgen. Dann haben wir hier nicht lackierte Außenspiegel. Oh, guck mal, hallo. Na, Mäuschen, der schmeckt, ne? Okay, was haben wir noch? Heckscheibenwischer. Wir gucken einmal in den Kofferraum rein. Ah, nee, ist doch zu. Ich wollte euch vorher noch was drinnen zeigen. Apropos zu, das hier ist nicht zu. Ja, da musst du noch selber aufschließen mit dem Schlüssel. Aber irgendwo muss ja der Preis herkommen, ne? Deswegen, alles cool. Das ist aber wirklich... Also, ich mag das. Ich mag dieses, was braucht man eigentlich? Muss man das wirklich, Zentralverriegelung und so und dann super, alles easy? Oder kann man das einfach den Leuten auch zumuten, zu sagen, nee, das müsst ihr selber machen. Ich finde, das kann man den Leuten zumuten, das selber zu machen. So, dann haben wir hier ein weiteres Detail. Türgriffe nicht lackiert. Wenn du da mit dem Ring mal dran stößt, dann machst du keine Kratzer. Sieht jetzt nicht so cool aus, aber sieht auch nicht so schlimm aus. So, Schlüssel. Keyless go, nein, danke. Brauchen wir nicht. So, wir gucken uns mal die Ausstattung an von diesem Kollegen hier. Also, wir haben einen Dacia Sandero TCE 90 Ausstattungsniveau Essential. Es gibt noch das Ausstattungsniveau, das heißt Access, und es gibt noch Komfort. Access ist drunter, also ist der Einstieg. Dann gibt es Essential und dann gibt es das Thema Komfort. Da ist ein bisschen was mehr drin. Also,
Rücksitzlehne, asymmetrisch umklappbar, Tempolimit mit Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Zentralverriegelung, haben wir gesehen. Notruffunktion, E-Call, USB-Anschluss. Ey, wow, der hat einen USB-Anschluss, Digga. Nebelscheinwerfer hat er auch. Kostet also nicht mehr 8.900 Euro, sondern 10.390. Sonderausstattung. Fahrersitz höhenverstellbar. Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar muss ich extra bezahlen. 180 Euro. Ja, das ist cool. Media-Display, Multimedia-System mit 8 Zoll Touchscreen, DAB Plus Radio, 4 Lautsprecher, Smartphone-Replikation mittels USB-Kabel und Bluetooth-Verbindung. Bluetooth hat er, kostet 250 Euro. Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter, 700 Euro. Ersatzrad, 150 Euro. Und die Metallic-Lackierung kostet 600 Euro. Sind wir beim Testwagenpreis von sage und schreibe 12.000. Oh, guck mal hier, wie schön das Licht da drauf fällt. 12.270 Euro. Und wir haben ein vollwertiges Auto. Lenkrad haben wir hier. Das ist Hartgummi, ne? Das ist einfach Hartgummi. Ist aber so. Ist okay. Das hier. Hartplastik. 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 Hartplastik, Hartplastik. Handyhalterung hat er. Super genial. Also wirklich, geht jetzt mit einer Hand schwer. Ne, geht gut. Da ist der USB-Anschluss. Hier kannst du deine Dings connecten mit Bluetooth, was weiß ich, Radio hören und so weiter und so fort. Alles gut. Ja, brauchst du schon, ne? 4 Boxen, weil sonst ist wirklich ein bisschen mau. Dann haben wir hier ein Handschaltgetriebe. Hat er. Die Klimaanlage. Guck mal, diese Kontrollleuchten da. Sind da Kontrollleuchten? Ja. Guck mal hier, das ist ein richtiger Knopf, da muss man drauf drücken und dann geht die Klima an. Fahren wir mit Klima? Ja, würde ich sagen, ne? Temperaturregler hat er. Das ist jetzt auch in der Ausführung nicht so mega krank, ne? Also das sieht man auch, dass das hier, also ich drücke da nicht feste drauf. Das ist einfach, aber ganz ehrlich, es funktioniert einfach nur, ne? Und das ist das große Thema an diesem Auto, es soll funktionieren. Auch hier, Hartplastik. Ja, Start top aus, Eco-Funktion. Okay, handgerissen ist er. Oh, das ist auch, das ist wirklich, das ist natürlich bei ganz, ganz vielen Autos auch Lederimitat. Aber hier ist es halt ganz, ganz billiges Lederimitat. Muss man leider so sagen. Grundsätzlich auch das hier, ne, diese Lehne. Ja, also das ist, es erfüllt seinen Zweck. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz große Thema in diesem Auto. Es soll einfach seinen Zweck erfüllen und soll funktionieren. Und wie ich das so bis jetzt fühle, das tut es das auch. Also das Hartplastik hier, muss ich ganz ehrlich gestehen, das Lenkrad geht noch. Obwohl auch da so ein Tacken mehr was Lederartiges. Und vor allen Dingen das hier. Wenn du im Sommer mit dem T-Shirt da drauf sitzt, au, aua, 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 da tut's wieder ganz doll weh beim Matthias. Och, guck mal hier, ganz normale Griffe hier oben, kein nix zum Klappen, sondern ganz normal, so wie früher. Sitzbank ist teilbar, haben wir gerade gesehen. Sitz ist auf mich eingestellt. Oh. Ach so, also Kopffreiheit, bam, richtig cool, also richtig, richtig cool. Kniefreiheit, okay, sage ich mal so, ja. Also das passt schon, aber du willst jetzt halt hier nicht irgendwie ewig durch die Gegend fahren und 8000 Kilometer. Yes! Das ist ja geil! Ey, ich flipp aus, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ey, Scheibenkurbel. Ich flippe aus. Kennt ihr das überhaupt noch? Es gibt sicher Leute hier auf dem Kanal, die das gar nicht mehr kennen. Dass man Fenster auch wirklich früher, hat man die manuell aufgemacht. Und dann wieder. Jo, dann können wir uns das Ganze einmal angucken hier. Ich finde, das ist aufgeräumt, nüchtern und funktional. Da sind keine Spielereien dran. Guck mal hier, so ein bisschen Klavierlack sogar. Da sind doch Spielereien. Bisschen Klavierlack. Hier da an den Lüftungsdüsen, naja, die sind aber schön geformt. Ganz ehrlich,
Jetzt habe ich doch noch was entdeckt. Guck mal. Da kannst du den Spiegel verstellen. Junge, einfach manuell. Einfach auf manuell getrimmt, auf der anderen Seite auch. So muss das sein. Das ist das Kabel für mein Messgerät hier, um nachher 100 auf 200 zu messen. Das machen wir nämlich. Wir wollen wissen, wie ist die Performance von dem Fahrzeug. Natürlich, weil ein Auto ist natürlich erstens dafür da, von A nach B zu fahren. Das ist sicher, komfortabel und entspannt. Es soll aber natürlich auch in gewisser Hinsicht Spaß machen. Und dazu gehört für mich definitiv, dass die Motorisierung adäquat sein muss. Also diese 90 PS, wie die sich jetzt gleich anfühlen. Leute, los bitte los, auf geht's. Das günstigste, das billigste Auto Deutschlands, das Auto mit dem wenigsten Pferdchen, was der Mattes jemals auf seinem Channel gefahren ist. Und jetzt fahren wir los. Los bitte los. Oh, Anschnallen nicht vergessen. Also, eine Sache, ne? Muss ich euch noch zeigen. Wisst ihr noch? Damals, Supercar Blondie. In dem Bugatti. Wow, das hier ist noch viel besser. Das war auf dem Lenkrad drauf. Alter, so gehe ich morgens jetzt immer duschen. Genau. Ich habe dieses Gerät hier heute gefunden. Als ich das Auto da hinten aus der Garage rausgeholt habe, war das hier drauf. Ich musste sofort an den Bugatti denken. Das Ding vom Bugatti habe ich natürlich noch zu Hause. Das habe ich wie versprochen aufgehoben. Und das werde ich mit diesem hier auch machen. Einfach als Erinnerung. Seht es mir nach, wenn ich ein bisschen ironisch manchmal bin. Aber das ist gar nicht böse gemeint, ohne Quatsch. Ich finde das geil, dass es sowas gibt. Ganz ehrlich, weil das ist, ne? Es kann und will nicht jeder Lamborghini fahren oder Porsche. Und deswegen ist es auch meine Pflicht als Autotester, einfach rauszufinden, was kann denn so ein Auto eigentlich? Kann man damit fahren oder sollte man das lieber bleiben lassen? Ist das irgendwie unsicher? Stinkt es hier drin? Nein, es stinkt hier nicht drin. Es stinkt wirklich nicht. Es riecht nicht nach Plastik. Ne, das ist ja oft so der Spruch so. Von irgendwelchen hochnäsigen Kläusen, so, oh, hier riecht es aber nach Plastik. Also manchmal riecht es ja nach Plastik, muss ich zugeben, aber in dem Auto nicht. So, und das ist schon mal cool, finde ich schon mal sehr, sehr positiv. Der beschleunigt doch. Ey, ganz ehrlich, der beschleunigt. Voll gut. Also voll okay, also was heißt voll gut, ne? Das glaubt mir dann auch kein Mensch, ne? Aber der beschleunigt, der fährt. Und letzten Endes, ja, wirst du wahrscheinlich mit so einem Auto jetzt eher weniger irgendwie harte Autobahnetappen hinter dich bringen müssen wollen. Aber das würde rein theoretisch auch gehen. Ja? Also deswegen, ich sehe hier jetzt keine Probleme, ehrlich gesagt. Von Beschleunigung her. Blinkergeräusch, ganz bekannt. Aus ganz, ganz vielen Renault-Modellen. Nissan. Nee, Nissan hört sich, glaube ich, anders an. Super. Fünfter Gang, sechster Gang. So, wir fahren jetzt 100. Es ist relativ windig draußen. Das habe ich mir nämlich so gedacht vorher. Dachte ich so, bestimmt hier Windgeräusche und sowas, alles schwierig. 110 jetzt mittlerweile. Also nicht, dass ihr denkt, ich bin drauf geblieben, ne? Aber jetzt haben wir 120 drauf. Ich nehme mal die kurze Welle, weil hier geht es leicht bergauf. Da muss ich ein bisschen, ne? Die kurze Leine nehmen, den Kollegen. So, jetzt haben wir 130, 140 fast. Oh, also, ich sag mal so, ne? Man hört, dass da draußen Wind ist, aber es ist auch windig draußen. Man sieht so ein bisschen an den Bäumen auch, dass die so am Schwanken sind. Aber wir fahren jetzt 145 und ich finde das vollkommen okay. Hier ist es leise drin. Also wirklich, also überhaupt gar kein Problem. Das ist was, wo ich nicht Angst vor hatte, wo ich gedacht habe, echt so, oh, das wird wahrscheinlich irgendwie ziemlich
windig sein in der Karre und irgendwie ja, laut und so. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist sehr, sehr ruhig hier, ganz entspannt. 150, gar kein Ding. Alles entspannt, wirklich. Ich habe mich da eben so drüber lustig gemacht. Ein Wort noch zu der Spiegelverstellung, zu der manuellen. Ich bin ja jemand, der sehr viele verschiedene Autos fährt. Und dann guckst du immer auf Spiegeleinstellung, okay, wie mache ich das? Dann musst du da runter gucken, dann so, okay, das ist der rechte. Warte mal, jetzt muss ich den linken auswählen. Nee, aha. Hier, gehst du einfach hin, machst diesen hier. Und der Spiegel ist eingestellt. Gut, da drüben muss der Beifahrer machen, oder? Nee, geht auch so. Geht auch so. Ist super schnell und super einfach eingestellt. Und vor allen Dingen kann nicht kaputt gehen. Also kann natürlich kaputt gehen. Aber ein Elektromotor und hier diese Nupsis und so, das kann eher mal kaputt gehen, als einfach eine mechanische Verstellung. Dieses Knöpfchen, dieser Nupsi, ist direkt mit dem Spiegelglas gekoppelt und deswegen ist das vollkommen cool. Also, Autobahn. Ah, das wankt schon, ne? Aber komfortabel. Hier ist eine kleine Brücke, dieses Tudunk. Komfortabel ist der. Ja, das Problem ist auch, dass ich gestern noch GT3 gefahren bin, GT3 Touring, und heute Dacia Sandero, beide handgerissen. Aber das ist dann auch schon die einzige Gemeinsamkeit von den beiden Autos. So, Autobahnabfahrt. Also, ganz ehrlich, super, super sicheres Fahrverhalten. Du hast, das liegt aber daran, dass ich gestern GT3 gefahren bin, du hast ein bisschen das Gefühl, dass du umkippst jeden Moment, weil natürlich das Auto extrem stark wankt, im Gegensatz zu einem GT3. Ne? Aber man könnte es auch einfach so verpacken, dass man sagt, ey, das ist französischer Federungskomfort. Weil dieses Ding gleitet über Bodenwellen drüber, ich find's voll cool, ganz ehrlich. Das ist so entspannt, das Auto. Und so komfortabel, okay, das war jetzt schon, ja, so kurze Dinger merkst du schon. Ich schätze mal auch, dass du Gullideckel sehr stark merken wirst. Aber ganz ehrlich, das ist ein Auto, das kostet so, wie er hier steht, 12.270 Euro. Und da musst du natürlich irgendwo Abstriche machen. Das Ding ist nur, ich habe bis jetzt noch nicht gemerkt, dass ich irgendwo Abstriche machen muss, die mich wirklich, wirklich nerven. Das Auto fährt. Das Auto ist komfortabel, das Auto ist leise, die Lenkung ist sehr leichtgängig, ne? Aber warum denn auch nicht? Das ist ja kein Sportwagen hier, wo ich irgendwie mega Feedback brauche und so. Ah. Nee, das ist einfach ein Auto, mit dem fahre ich von A nach B, mit dem rutsche ich in der Stadt rum, mit der fahre ich mal übers Land, die Oma besuchen, keine Ahnung. Ich fahre damit auch mal in Urlaub, weil ich meine, das Auto ist ja groß genug, rein theoretisch, mit vier Leuten und Gepäck. Geht für eine Woche auf jeden Fall. Also die Frage ist, wie fährt das Auto dann noch? Also von der Leistung her, ne? Und auch von der Straßenlage. Aber das gerade eben auf der Autobahnabfahrt war für mich vollkommen cool, das Fahrverhalten. Du hast leichtes Untersteuern, aber eigentlich ist das Auto sehr neutral. Also wirklich erst, wenn du eigentlich schon so speedy unterwegs bist, dass alle anderen Mitfahrer sagen, Alter, wir sterben! Ja? Da fängt das Auto an unterzusteuern. Eine schöne Straße hier, können wir mal, oder? Ui! Ey, ganz ehrlich, der fährt, der liegt sicher, ESP hat er. Kann man das eigentlich irgendwie ausmachen? Fahrzeug, Einstellung. Aktives Bremsen on. Aktives Bremsen off. Aktives Bremsen on off. Aktives Bremsen ist. Aktives Bremsen ist ja wohl nicht etwa ESP, oder? Und wie reagiert das Fahrzeug überhaupt auf die Handbremse? Sehr gut reagiert er auf die Handbremse. Ich flippe aus. Was bedeutet das hier? Da ist so ein kleines Autochen mit einem Kreis und mit einem Split. Ey, Duster. Also ist krass, ne? Dacia Duster haben wir jetzt schon gesehen. Dacia Logi.
Da Jalogan, diese Autos werden wirklich krass verkauft. Und der Sandero nochmal ist das meistverkaufte Auto in ganz Europa. Die meisten Menschen in Europa, die sich ein neues Auto gekauft haben, haben sich einen Sandero gekauft. Dieses Auto hier. Ich find's geil, dass wir den jetzt mal fahren. Ohne Scheiß. Getriebe. Ist jetzt kein BMW-Getriebe, ne? Handgerissen und so, diese Präzision. Aber es schaltet halt. Das Auto schaltet, das Auto fährt, das Auto dämpft, federt, das Auto liegt gut, ist safe. Alles gut, das Auto kann alles, was es können muss. Okay. Das ESP ist es nicht. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen weniger irgendwie ESP, schätze ich jetzt mal. Aktives Bremsen machen wir lieber wieder on. Ja? Was wir aber machen müssen, ist definitiv eine Messung von 0 auf 100. Genau das machen wir jetzt als nächstes. So, jetzt machen wir einmal 0 auf 100, ja? Ist zwar Schwachsinn, aber wir machen es trotzdem. Oh yes, los geht's. Also bei 5 ist ungefähr der optimale Schaltpunkt, würde ich sagen. Wir haben jetzt schon 70 drauf, 80, 90 und da sind die 100. 12,630 von 0 auf 100. Er beschleunigt von 0 auf 100. Das ist das Testergebnis. Aber guck mal, jetzt sitzen wir hier drin, ne? Super cooles Auto. Also, wir haben eine Sitzhöhenverstellung. Ist ganz wichtig, habe ich jetzt wirklich ein paar Mal gelesen, für ein paar Leute, die kleiner sind, ob das auch geht. Ob man da sich hoch genug schrauben kann. Ja, kann man. Krass, Sitze wie in einem Porsche Cayenne immer. Das, also von der Höhe her jetzt, ne? Also du sitzt einfach sehr, sehr hoch und du kannst auch, wenn du hier unten 29 mal runtergeklickt hast, bist du ganz unten. Und dann hat man fast, also jetzt nicht rennmäßig, aber es ist eine coole Sitzposition so. Und Lenkrad ist auch verstellbar, kostet aber extra. Ne? Das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. In der Ausstattungsvariante hier kostet der extra. Ich weiß nicht, ob es bei Komfort mit drin ist oder nicht. Aber das ist was zum Beispiel, was ich mega wichtig finde, was man eben nicht weglassen sollte. Weil die Sitzposition in einem Auto, dass ich die komplett verstellen kann, das ist super, super wichtig und eben essentiell. Deswegen frage ich mich, warum die bei essentiell nicht dabei ist. Weil es ist wirklich zuträglich für die Ermüdung. Also wenn du halt richtig sitzt, dann ermüdest du nicht. Wenn du richtig sitzt, dann kriegst du keine Rückenschmerzen. Du kannst das Auto richtig bedienen. Weißt du, wenn das Lenkrad weit weg ist und du sitzt so tief, weil das Ding nicht höhenverstellbar ist, dann ist es einfach schlecht, weil du dann einfach das Auto nicht im Griff hast. Das ist wirklich für die Sicherheit absolut wichtig, dass der Sitz richtig eingestellt ist. Punkt. Deswegen gehört das für mich, ist ein Kritikpunkt, gehört das für mich definitiv dazu. Ja, in die Essentiellausstattung. Ich habe jetzt noch mal ganz kurz nachgeguckt. Ich habe ein paar sehr, sehr interessante Daten gefunden. Also, das erste Thema ist, dass dieses Auto in der Grundausstattung tatsächlich, jetzt müsst ihr euch gleich festhalten, was er wiegt, 1014 Kilo. Ultraleichtgewicht. Weglassen bringt Performance. Ist so. 90 PS, habe ich ja schon gesagt, fühlt sich okay an. Auf der Landstraße in der Stadt sowieso, aber auch auf der Autobahn finde ich das, das ist jetzt nicht so, dass du dir denkst, so Alter, irgendwie, keine Ahnung, Kasseler Berge, muss ich einen zweiten Gang reinmachen. Also musst du wahrscheinlich einen vierten Gang reinmachen, aber nicht den zweiten. Und das ist okay, kann man machen. Also Gewicht, super, ganz genial. Ja, so macht man ein Auto schnell auch, letzten Endes. Und apropos schnell, 0 auf 100 war 11,7. Und wir haben beschleunigt in 12,6. Also eine Sekunde langsamer ungefähr haben wir gebraucht. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. War kein optimaler Start. Die Reifen waren irgendwie wahrscheinlich nicht vorgewärmt und so. Also deswegen, das passt auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu einer Sache. Wir wollten ja 100 auf 200 machen. Es geht gar nicht. Das geht nicht. Weil das Auto fährt nur 178. 178 ist die V-Max.
Und deswegen werden wir jetzt, also ich habe das Gerät jetzt gerade umgestellt, von 100 auf 170 beschleunigen. Nicht 100 auf 200, sondern 100 auf 170. Und das ist dann quasi die Höchstgeschwindigkeit. Und wir wollen gucken, wie lange braucht er dafür. Also das ist jetzt 100 auf 200 für den kleinen Mann, okay? So, wie beschleunigen? 80, 90, 100, 110. Jetzt gehen wir mal darüber, dass wir überholen können. Sehr gut. 130, vierter Gang ist immer noch drin. 140. Eieieiei. 150, fünfter Gang. Gucken wir mal, ob der Kollege in dem Passat uns da vorbeilässt. Jawohl, er sieht, wir haben es eilig. Wir haben 170 drauf. Laut Tacho ist es 170. Come on, Junge! Zieh durch! Gib alles! Gib mir die V-Max! Komm, das schaffen wir in unter einer Minute! Das schaffen wir! 175 schon laut Tacho. Was ist los? Das sind immer noch keine 100, echt? Das sind immer noch keine echte 170. Come on! Du wirst es, yes! Wir haben es geschafft! 48,080 Sekunden von 100 auf 170. Oh yes! Das ist, das dauert lange, ja. Aber ganz ehrlich, das ist die normale Welt. Es ist einfach die normale Welt. Das ist das, womit viele, viele Leute rumfahren. Und das ist das, was vielen, vielen Leuten reicht. Und das ist vollkommen in Ordnung. Auch mir würde das hundertprozentig reichen. Guck mal hier. Das ist super sensationell, ohne Quatsch, das Fahrverhalten ist super, kann man nicht sagen. Ich bin jetzt wirklich in die Kurve gegangen, habe in der Kurve noch leicht die Bremse betätigt. Das bedeutet, es gibt einen Lastwechsel. Du bist schon in der Kurve, dann wird die Bremse betätigt, dann wird das Heck noch leichter. Ja? Und das tendiert dann immer so dazu, also jedes Fahrzeug tendiert dann dazu, sich so einzudrehen. ESP hat ganz, ganz sanft geregelt, super sicher. Hat es mich wieder in der Spur gelassen, nicht wieder zurückgebracht, sondern in der Spur gelassen. Und das ist ein Fahrverhalten so, wie man sich das wünscht. Ganz ehrlich, mit dem Auto kannst du jeden losschicken. Keiner wird damit einen Unfall bauen, weil das Fahrzeug nicht fahrsicher ist. Das Fahrzeug ist ultra fahrsicher und das gefällt mir super gut. Ganz ehrlich, weil das ist einfach so, ja, ein Auto für 10.000 Euro. Bums. Und das muss funktionieren. Und es funktioniert. Fahrverhalten, absolut cool, Leute. Und ich sag euch, wenn wir damit auf die Nordschleife gehen, wir werden nicht die langsamste Rundenzeit hinzimmern. Es gibt hundertprozentig jemanden, der langsamer fährt. Also die Beschleunigung, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist vollkommen fein. Ja? Das Gaspedal ist so ausgelegt, dass es mit relativ wenig Bewegung schon viel Power freigibt. Und je mehr du dich dann bewegst unten am Fuß, desto weniger kommt dann noch. Aber es kommt noch was. Ja, hier, guck mal, der 1er BMW. Ja, da ziehen wir vorher raus. Geht, ohne dass wir Lichthupe kriegen. Also es war für ihn schnell genug. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal, wann kommt da denn der Einser? Wann kommt da denn der Einser? Da ist der Einser. Ja, auch nicht viel schneller. Steht jetzt nichts hinten drauf, aber nur ein Röhrchen. Whatever. Es ist egal. Mit diesem Auto kannst du fahren. Wir sind jetzt 6. Gang 140. Das ist eine perfekte Reisegeschwindigkeit für das Auto. 48 Sekunden von 100 auf 170. Vollkommen cool. Ich habe ja am Anfang gefragt, ne? Komme ich damit klar? Ist das ein Auto, was mich befriedigt? Ist das ein Auto, wo ich sage, das ist ein Auto? Und das Fazit, ich schwöre es euch hundertprozentig, es reicht. Es gibt tatsächlich noch einen Dacia Sandero, der noch mehr Leistung hat. Und zwar ist das der 100er. Und das ist ein Auto, was sowohl mit Benzin als auch mit LPG fährt. Hat noch einen 50 Liter LPG-Tank obendrauf, 101 PS. So, Fazit. Ja, er hört sich schon anders an, ne? Das hört sich anders an. Kofferraum haben wir noch nicht reingeguckt, wollte ich auch noch machen. Ist eine relativ tiefe Ladekante hier, ne, das sieht man, glaube ich. Aber ist ausreichend Platz vorhanden. Ja, gut, auch, oh ja. Ah, ja, da ist das nackte Blech zu sehen. Hier schönes Hartplastik. Aber, ganz ehrlich, es ist halt funktional, ne? Es ist einfach nur funktional. Sound. Oh, klingt ganz normal. Also, Fazit. Das hier ist das billigste Auto in Deutschland. Das hier
ist das meistverkaufte Auto in Europa. Und das hier ist das Auto auf meinem Kanal, was die wenigste Leistung hat. Mit 92 PS, glaube ich. Ja? Also, kann dieses Auto mich faszinieren? Moin! Kann dieses Auto mich faszinieren? Ist das genug Auto für mich? Ich sag's euch ganz ehrlich, nein. Wirklich nicht. Ich hab Bock. Ich hab Bock auf Heckantrieb, ich hab Bock auf Leistung und ich hab Bock auf ein bisschen Sport. Und all das ist dieses Auto nicht. Das ist aber verdammt nochmal egal. Weil so viele Leute, die dieses Auto kaufen, können nicht irren. Und sie irren auch nicht. Denn dieses Auto ist ein Auto, das alles erfüllt, was ein Auto können muss. Ja? Es fährt nämlich. Es hat Airbags. Es ist sicher. Es hat Platz. Es verbraucht nicht so viel. Und es hat eine Musikanlage, Blinker, Scheinwerfer, Scheibenwischer. Alles, was ein Auto braucht. Und alles, was ein Auto können muss, kann dieses Auto. Und deswegen ist dieses Auto ein sehr, sehr cooles Auto. Und ich bin froh, dass ich damit 2 Wochen durch die Gegend düsen durfte. Danke, Dacia. Das ist cool, das Auto. Und ich finde auch, in der neuen Version, das ist ja die 2021er Version, ich finde, dass er optisch cool aussieht. Das sind so, guck mal hier, das ist hier so eine schöne, dicke, breite Backe. So eine Linie, die sieht man, ne? Das sieht man wirklich. Die geht hier vorne bis in die Tür rein. Hallo Schmetterling. Geht bis in diese Tür rein hier. Ja, die Seite ist so relativ normal, aber da haben wir wieder breite Backen hier. Guck mal. Hier, das ist ja fast wie beim RS4. Ja? Nee, und dann die Front. Ganz ehrlich, finde ich cool. Was mich an diesem Auto wirklich fasziniert, ist, dass du für das kleine Geld, was das kostet, egal welche Ausstattung jetzt, ne, es ist sehr, sehr günstig, kriegst du Technik, die up-to-date ist, du kriegst eine super moderne Plattform, auf der bei Renault Nissan ganz, ganz viele andere Autos auch noch laufen. Du hast Airbags, alles, was du brauchst. Ne? Du hast eben den Vorteil eines Neuwagens für den Preis, mehr oder weniger, eines Gebrauchtwagens. Und das ist das Coole. 3 Jahre Garantie, Leute. Einsteigen, keine Sorgen machen. So schaut's aus. Danke fürs Zugucken, Leute. Und nächstes Mal machen wir wieder mit ein bisschen mehr Leistung weiter. Versprochen. Hab euch lieb. Tschüss. Euer Matthias. Ciao.